Heute, was geht ab, Leute? Hau hier. Ich gehe jetzt zu meinem zweiten Deox X-Ray heute. Ihr seht das Video aber erst am Samstag. Den ersten habe ich schon hochgeladen. Checkt das ab. Ho-Oh und Lugia wieder am Start dieses Wochenende. Mal schauen, wie viel ich machen werde. Aber jetzt erstmal auf zum Deoxys. Ah ja, und vergesst nicht, das Video zu liken, wenn ihr mich und den Kanal unterstützen wollt. Like hilft mehr, als ihr denkt. Okay, X-Ray O2 Tower. Location war jetzt nicht so gut geeignet zum Filmen. Dementsprechend blende ich das hier ein. Der Kollege, der Hüb, hat mich eingeladen. Ich hatte mal vor einem Monat ungefähr, 1,5 Monaten, einen Aufruf gemacht an meine Zuschauer, die in München wohnen und regelmäßig X-Ray-Einladungen bekommen und da noch Platz haben, irgendjemanden einzuladen, mich zu adden, dass sie mich halt einladen können, damit ich ein paar Raids machen kann und Videos für euch drehen kann. Da haben sich auch eine Menge Leute gemeldet und jetzt so nach 1,5 Monaten ungefähr ist die Zeit gekommen und wir sind jetzt gut genug befreundet, dass die mich einladen können. Der Kollege wurde dafür sogar belohnt, er hat einen 98er gefangen. Ja, gutes Karma. Also Leute, ladet mich ein und dann kriegt ihr 98er Deoxys. Aber meiner war leider nicht so gut. Aber naja, Bonbons, Sonderbonbons, EP, Raid-Medaille, alles umsonst, auf jeden Fall immer gut. Dann waren wir gestern live, so wie immer, jeden Tag 21 Uhr nach ungeklickt, Shots vorbei. An sich nichts allzu spektakuläres, bisschen gekämpft, aber das Interesse an PvP nicht wirklich da. Könnt ihr mal unten in die Kommentare eure Meinung zu PvP da lassen. Wie findet ihr es bisher? Seid ihr fasziniert oder interessiert es euch eher nicht so? Auf jeden Fall am Ende dann, kurz zum Schluss noch, da wurde einfach so ein Weihnachtsevent angekündigt. Sehr überraschend. Ich finde es nicht schlecht, aber hier erstmal meine Reaktion auf das Weihnachtsevent. Irgendwas mit neuen Infos habe ich gerade gelesen. Neue Infos, guck bei Pokémon Go. Warte, wie heißt denn das? 3. Dezember, vor 2 Stunden, Strengthening Our Communities, Niantic Social Impact Report. Pokémon Go. Oh, Alter! Was ist da los? Was ist da los vor 2 Minuten? The joy of the holidays is coming to the world of Pokémon Go Trainers. Join us as we celebrate Pokémon Go Holidays 2018. Da ist es! We're hosting a series of in-game events. Weihnachtsevent angekündigt. Boom! So, ich lese mal. Botogirl und seine Freunde erscheinen über die Pokémon Go Feiertage 2018. Trainer! Auch in Pokémon Go kommt Feiertagsstimmung auf. Denn Botogirl, das Lieferant-Pokémon, erscheint über die Pokémon Go Feiertage 2018. Zudem erscheinen ab dem 18. Dezember, 18. Dezember ist Dienstag, Eis-Pokémon wie Rosana, Sneeble, Quiekel, Stepkeskut, den brauche ich noch Lucky, Seemobs, Schnäbedeck, dieser Yeti nehme ich mal an. Den brauche ich auch, offensichtlich. Häufiger in der Wildnis, alles klar. Manche Pokémon werfen sich sogar in Schale. Mit Glück begegnet ihr bis zum 2. Januar festlich gekleideten Pokémon. Alter, diese drei Legendären sind da hinten im Hintergrund. Und Bommelin, okay. Zum Beispiel ein Pikachu mit weihnachtlicher Mütze. Okay, Mann. Und das wäre die Weihnachtszeit. Und was wäre die Weihnachtszeit ohne Geschenke? Pokémon wie Cossilla, Azugel und Mamfaxo, Alter! Achso, ja, der ist auch auf dem Bild. Sorry, habe ich nicht gesehen. Schlüpften häufiger aus den 7-Kilometer-Eiern. Mamfaxo. Du kannst deine Freunde also bescheren, indem du ihnen Geschenke schickst, damit euch das Ausbrüten in der Weihnachtszeit etwas erleichtert wird. Haltet ihr bis zum 2. Januar einmal pro Tag eine einmalig verwendbare iPod-Maschine. Oh ja, darüber habe ich auch geredet. Das gab's schon mal. Während des Events gibt es jedoch noch zahlreiche weitere Boni. Damit ihr in Feiertagsstimmung bleibt, ja bitte. Vom 18. bis zum 22. Dezember hat ein Trainer doppelt so viele Bonbons. Doppel Candy. Für 4 Tage. Geizheit noch härter rum, Niantic. Fürs... Oh! Sorry, Niantic. Ihr gönnt. Niantic gönnt. Fürs Fangen und Übertragen von Pokémon. Doppel Candy fürs Verschicken. Es muss gesammelt werden bis dann. Vom 22. bis 26. Dezember erhaltet ihr dann doppelt so viel Sternstaub beim Fangen von Pokémon. Ah ja. Eigentlich ist
nur Brüten interessant, um eure Pokémon besser trainieren zu können. Wie wär's mal mit 10-fach Staub Niantic bei euren Preisen? Vom 26. bis 30. Dezember erhaltet ihr doppelt so viele EP beim Fangen. Okay. Sodass ihr vielleicht noch vor dem neuen Jahr ein neues Trainerlevel erreicht. Ja, dazu müsstet ihr erstmal neue Trainerlevel erschaffen. Abschließend werden Eier vom 30. Dezember bis zum 2. Januar doppelt so schnell ausgebrütet. Ja. Doppelt so schnell ausgebrütet. Ja, das ist schon okay. Wenn ihr diese tollen Boni nutzen möchtet, solltet ihr also regelmäßig im Spiel vorbeischauen. Möchtet ihr Feiertagslaune ausstrahlen? Startet euren Avatar mit einem Pullover, Handschuhen und Stiefeln mit im Botogl-Design aus. Diese Items sind ab dem 18. Dezember im Starshop verfügbar. Macht eure Feiertage mit Pokémon Go noch fröhlicher. Seid vorsichtig und viel Spaß beim Entdecken. Jetzt nochmal ganz kurz, bisschen besser zusammengefasst, das war nur der erste Eindruck. Also, Event fängt an 18. Dezember und geht bis zum 2. Januar. Und das sind echt eine Menge Sachen und in dem Text war das echt sehr kompliziert dargestellt. Aber zum Glück hat der Kollege Leaktag eine krasse Infografik am Start. Botogl ist wieder am Start, dann Pikachu mit Weihnachtsmütze. Aber da standen mehrere Pokémon mit Weihnachtsbekleidung und zum Beispiel Pikachu. Wir haben ja das Bild von Quels gesehen mit dem Raichu zum Beispiel. Erhöhte Spawns von Eis-Pokémon. Für viele Schnäppke interessant. Für mich auch. Braucht noch ein Glücks- und ein gutes weibliches. Und dann ein neues Schnäppedeck. Klingt einfach wie schneebedeckt und so sieht er auch aus. Dann gibt es ein paar Babys in den 7ern. Riolo, sehr interessant. Vor allem für mich, weil ich immer noch keinen habe. Manfaxo, Kusilla, Azugel und dann zwei neue. Baby von Palimpalim und Baby von Mantax. Jeden Tag ein freien Inkubator, einen normalen. Das heißt vom 18. bis zum 2. Das sind 14 Inkubatoren oder sowas. Ich rechne mal. Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, 16 sogar. Dann gibt es irgendwelche Kleidung, interessiert wahrscheinlich eh nur mich, die irgendwas mit Botogl zu tun hat. Dann sind 4 Boni am Start. Alle 4 Tage, außer den letzten, den haben sie einfach so noch reingequetscht. Doppelbonbon fürs Fangen und Verschicken. Das ist interessant, das gab es schon sehr lange nicht mehr. Vom 18. bis zum 22. Dezember. Doppelsternstaub fürs Fangen, nicht fürs Brüten. 22. bis 26. Doppel-EP fürs Fangen, nicht fürs Entwickeln und nicht für Geschenke offensichtlich. 26. bis 30. Und dann für die restlichen 2 Tage, ja, halbe Kilometer fürs Brüten. Was an sich, glaube ich, echt unterschätzt wird. Ich meine, ich sage immer, das ist beim Seeder schlecht, obwohl es sogar nur ein Viertel ist, weil in den 3 Kilometern geht man eigentlich nicht so viel. Aber wenn es mehrere Tage andauert, dann kann man schon mal ein paar Kilometer zusammensammeln. Und da denke ich, lohnt sich das schon. Also alles in allem, ich freue mich auf das Event. Klingt gut. Also gestern im Livestream, wo ich das vorgelesen habe, habe ich schon auch ein paar negative Kommentare dazu gesehen. Kann ich nicht verstehen, also ich finde das sehr gut gemacht. Eure Meinung zum Event unten in die Kommentare. Wie gesagt, ich finde es geil. Aber das war's von mir, Leute. Wir sehen uns heute Abend, 21 Uhr, live nach oben geklickt. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.